Pop, pop, it's showtime, showtime. Guess who's back again? Oh, they don't know. Oh, they don't know. I bet they know as soon as we walk in. Don't look too hot, might hurt yourself. No, to give the color red the blues. Tülin Tekkal ist von Geburt an anders. Tochter kurdisch-jesidischer Geflüchteter, Fragenstellerin und DJ. Die Clubs der Hauptstadt sind ihr Wohnzimmer. Hier fühlt sie ihren GästInnen mit Hennek auf den Zahn. Zu Musik, Politik und allem dazwischen. Sind Sie anders genug für den Familientisch der Tekkals und eine Gesellschaft von morgen? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tülin Tekkal und das, liebe Leute, ist anders. Okay. Meine eigene Talkshow. Ja, okay, so eigen jetzt leider auch nicht, denn Tekkal bedeutet wirklich alles, aber niemals alleine sein. Hey, Alter, voll schön. Das verstehe ich nicht. Wir sind eine jesidisch-kurdische Großfamilie. Das heißt, wir sind eine Mama und ein Papa. Und was dazugehört? Muhterem, Tekin, Düsen, Tuna, Timur, Tina, Tuba, Tejan, Taner, Tülin und Tamir. Und das sind 11 Geschwister. Da muss man erstmal schlucken. Ich weiß, was das konkret bedeutet in so einer Großfamilie. So richtig geilen Partys oder Verlobungen, da wird ein Reisebus gemietet und dann fahren wir da alle gemeinsam hin. So ist eine Großfamilie. Und das Schlimmste ist natürlich, als Jüngste kommt man nie zu Wort. Ja. Fluch und Segen zugleich, sage ich immer, mal viel mehr Segen, denn ich brauche keine Freunde mehr. Und natürlich auch keine Feinde, weil die leben wirklich im eigenen Haus. Aber ich erinnere mich sogar noch an Zeiten, da wurde unsere Familie auch anders wahrgenommen. 11 Kinder? Was? Und dann auch noch geflüchtet. Ja, da wurde ganz anders drauf geguckt, aber nicht mit mir, ihr kleinen Lauchs. Ich weiß, dass meine Gäste heute ganz anders sind, aber auch hier natürlich, das darf ich nicht alleine entscheiden, denn meine Familie Tülin, Besuch ist da. Immer im Nacken und ich werde schon wieder unterbrochen. Hallo, hi. Oh, der Strauß ist doch größer, als ich dachte. Jochen Schropp hat seit 20 Jahren den X-Faktor im deutschen Fernsehen. Im Frühjahr heiratete er seinen Lebensgefährten Norman und als Autor erkundet er in Queer as Fuck, wie tolerant eine Gesellschaft von morgen sein muss. Hallo, ich bin Jochen. Falls ihr natürlich auch mal ungebetene Gäste habt, noch was zum Ausräuchern. Ach toll. Bei uns gibt es ja normalerweise immer das Auge, aber ja. Das ist natürlich auch toll. Soll ich die Schuhe ausziehen? Ja, Schuhe ausziehen. So meine Frau schimpfen. Okay. Ich kriege Ärger. Jochen, wann kommst du denn? Soll ich zu dir? Geiler Song, oder? Ja, danke. Da hast du richtig einen rausgehauen, Mensch. Ja, ein bisschen atmen. Aber jetzt bist du auch so atem, ne? Aber ich auch. Das war unser Song, mit dem wir rausgelaufen sind nach unserer Hochzeit. Warum ist es ausgerechnet dann zu einem Song geworden? Weil man sich irgendwie für jemanden entscheidet. I'm your man. Und das bis ans Ende des Lebens vielleicht. Ja, also, und ich finde, das ist einfach eine Entscheidung, die man trifft. Und ich glaube, zu einer Person, zu einem Menschen Ja zu sagen und natürlich auch, dass ein Mensch zu dir Ja sagt, ist einfach was Wunderschönes. Habe ich noch nicht bekommen. Ja, ich höre immer nur Nein bei mir. Das glaube ich nicht. Aber ganz ehrlich, ich sage heute Ja. Ja, ich verbinde auch sehr viel mit dem Song, vor allem mit George Michael. Ja. Weil ich hatte früher immer so einen Ohrring und ich wurde dann immer Julio genannt und habe ich sein lassen. Aber in dem Sinne, wir gehen mal kurz auf die Couch. Ja, sehr gerne. Nimm gerne hier Platz, danke mein schön, Lieber. Danke, danke. Was sind das für Tassen? Darf ich mal zu raten, wer das ist? Ja, du wohl, hä? Ja. Aber was ist der Unterschied zu jetzt? Na, die Haare sind so ein bisschen mehr zur Seite gegelt. Ja, genau, das andere fällt dir gar nicht auf, ne? Was hat's mit dem Bild auf? Ich werde immer Pablo genannt oder auch El Pacino oder whatever, wegen meinem Look hier. Ja. Ja, weil es immer anders ist. Und ja. Dann lebe ich auch gerne in diesen Zeiten.
Ich werde gerne Gerlinde oder Rosi genannt wegen meines Looks hier. Aber warum hast du die hässlichsten ausgesucht? Weil die geil sind, die haben ein Gelpolster. Da tanzt du hast so gut drauf. Darin getanzt, ja, das geht richtig gut. Also ich wünschte, ich könnte mich so bewegen. Aber danke für mein Gastgeschenk, ich nehme die einfach mit, ob ich darf ich oder nicht. Ich gebe dir drei mit, wenn du willst. Alle guten Dinge sind drei, das weißt du ja. Kennst du? Lieber Jochen, wir sind hier, ne, in der Großfamilie, hier wird auch gegessen, weißt du ja. Und nachher wird zurückgerollt, weil du so viel Essen hier kriegst. Deswegen, Tuba, bring uns doch mal was. Und das ist ein Klassiker bei uns, ne? Tuba, zeig ihm noch mal kurz, wie es geht. Ja, mach ich gerne. Aber schnell, also, schnell Version. Schnapp dir mal eine. Ja. Und jetzt zeigst du. Zwischen oben und unten. Ja. Hört ihr das? Mhm. Misophonie nennt und man dann, das. Und dann mit der und Zunge. Und dann ist du schade. Wir setzen hier an. So, und dann macht man das so lange, bis man so einen Haufen Schale hat. Ne? Ja, Tuba, ja. Gib ihn deinen aus dem Mund los. Oh. Nee, das geht zu weit. Also üb dann, noch ein bisschen. Da muss ich noch ein bisschen üben, weil sobald man Zähne hat, fängt man an, das zu können oder zu lernen. Ja, ja, also eigentlich schon, wenn du geboren wirst, kriegst du direkt Körner in die Hand. Das okay. ist so das Erste, was du machst. Das ist so. Ich bin und, gespannt, ob ich heute hier rausrolle, dann dementsprechend. Ey, es ist auch so, wenn du geboren wirst, geht es auch direkt um Heirat, ne? Mhm. Also, wann heiratest du, heißt es immer bei meiner Mutter. Wann heiratest du endlich? Ja. Und wann heiratet ihr endlich? Ja, wir sind alle noch nicht verheiratet. Wir sind alle noch nicht verheiratet, bis auf einer, nämlich mein Zwillingsbruder. Ja. Du hast ja auch gerade geheiratet. Ja. Darüber können wir auch gleich nochmal sprechen. Aber vorher will ich dir ein Video zeigen, wie das bei uns Jesiden so funktioniert mit Hochzeiten. Ja, sehr gerne. Und deswegen, Tuba, wenn ihr wollt, könnt ihr mal kurz rutschen. Ja. Und wir zeigen dir mal das Video. Ist auf jeden Fall anders als bei dir. Okay. Ja, du kannst ja mal die Unterschiede gleich aufzählen. Hey, noch nicht gucken hier. Das ist die liebe Tina. Na, du schöne Frau. Du weißt echt, wie schön alle sind. Was geht? Ich bin aufgeregt. Wow. Und das war Hannover? Das sieht aus wie irgendwo in der Toskana oder irgendwo in Italien. Ich hätte ja einen Anzug tragen können. Aber ich hatte niemand hat dich gefragt, Huber. Steht ihr auch so gut? Indie und Bravo. Oh, wow. Deine Mutter, eure Mutter sieht wunderschön aus. Papa auch. Glückwunsch. Schlechter Tag wie heute. Für Berna und für Tame. Die lassen sich auch nie zu Ende reden. Die ganze Familie hier. Mien, alles okay bei dir? Ich stand natürlich wieder anders, hat einen Anzug an. Ich bin heute die einzige Frau, glaube ich, die mit einem Anzug ist. Aber was soll's? Ich bin halt anders. Jetzt kriegen wir erstmal alle ein Auge. Das soll uns beschützen. Das ist das kurdische Security-System. Na, freut ihr euch? Es geht halt weiter, du weißt, was passiert. Ja, ja. Das sind alles unsere Geschwister. Waren alle da? Es waren alle da. Wow, cool. So, warte, jetzt geht's erst richtig ab. Okay, Tüllin, was hast du schon wieder vor? Ja, ich würde sagen, wir verarschen den Bräutigam, weil der Moment, als er sich, wenn er sich umdreht und angeblich die Braut ihn anzieht, stehe ich da. Macht die Braut mit? Natürlich, war ihre Idee. Achso, das ist das erste und letzte Mal, dass sie mich in einem Kleid und hohen Schuhen sieht. Aber er dreht sich gleich um und ich stehe da, statt die Braut. Dabei! Also, ich habe meinen Bruder verarscht. Der Arme, er steht da schon. Er war so aufgeregt. Die Braut ist jetzt da. Du weißt, was für ein Moment es gerade ist. So gut. Die sieht ja aus wie Zwillinge mit den Haaren. Ja, wir sind ja auch Zwillinge. Seid ihr wirklich Zwillinge? Ja, nein! Wir sind Zwillinge, ja. Und dann geht's nach Hause und dann passiert Folgendes. Dann wird erstmal getanzt. Ich meine, man fragt eine Lady nicht nach ihrem Alter, deshalb frage ich auch nicht, wie alt eure Mutter ist. Aber ich meine, was die für ein Gas gibt. Bist du jetzt auch wieder drunter? Ey, das wäre auch geil gewesen. Da ist sie wieder. So. Zack. Jetzt wird hier erstmal gegessen. Und das Brot hat auch eine Bedeutung? Ja, es hat auch eine Bedeutung. Tuba, sag mal. Ja, gute Frage. Oh mein Gott, ist sie hübsch. Hammer, oder? Was für ein Traumpaar? Ja. Und damit den Schwiegereltern. Werner, wie fühlst du dich? Das erlebst du heute auch noch übrigens. Ach ja? Ja. So, und dann irgendwann hat Tuba natürlich Adilett werden. Ich konnte nicht mehr. So, und das war's schon. Oh, das toll. Ist eine kurdische, jesidische Hochzeit. Ist das bei dir ähnlich gewesen? Schneidet mal den. Wir müssen zusammen anschneiden. Ja, aber wo?
Also die Lebensfreude war eh nicht so groß und es haben auch viele Leute FOMO entwickelt, als Videos gesehen haben von meiner Hochzeit. Und ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen FOMO, dass ich da nicht dabei war. Nächstes Mal bist du auf jeden Fall eingeladen, weil Tuba hat jetzt viele Anfragen bekommen, dadurch, dass sie glatte Haare hatte. Ah ja? Genau, kann sein, dass ich den von nicht Männern heirate. Auf der Hochzeit? Ihr könnt euch gerne noch weiter darüber unterhalten. Wo bist du jetzt hin? Du glättest deine Haare wieder? Ich glätte meine Haare und das dauert ein paar Stunden. Okay, wir sehen uns später wieder. Wir sehen uns. Danke. Jochen, es ist so schön, dass du hier bist und du hast mir ja was Schönes mitgebracht. Darf ich das öffnen? Du darfst das öffnen, weil ich finde, das passt irgendwie auch zu dem Titel so ein bisschen. Ja. Du kannst es kurz noch mal in die Kamera halten. Das ist die Tapete in meinem Gästebad. Und ich habe noch so viel Tapete übrig, dass ich jetzt immer also zum Nachhine? Geschenk einpacken. Das sind Dinosaurier. Dinosaurier? Ja. Achso, ich so Nachhine. Ja. Dinosaurier waren vor meiner Zeit. Genau. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich ahne ja schon. Du ahnst es schon. Ich ahne ja schon. Von dir höchstpersönlich ist nochmal natürlich was anderes. Ich hab's dir auch signiert. Guck mal, wie hübsch er ist. Oder? Er ist anders. Queer as fuck. Ne? Genau. Anders sein kann natürlich alles Mögliche bedeuten, aber ich glaube, queere Menschen fühlen sich auch manchmal anders. Ja, und ich will einfach dafür sorgen, dass sie sich irgendwann nicht mehr anders fühlen, sondern dazugehörig. Inwieweit fühlst du dich anders, Jochen? Ich fühle mich gar nicht mehr so anders, aber ich habe mich jahrelang anders gefühlt, aber negativ anders. Jetzt bin ich irgendwie stolz, anders zu sein. Inwiefern? Ich weiß nicht, ob du das erlebt hast irgendwann mal in der Kindheit und in der Jugend, aber ich habe mich halt eben nicht dazugehörig gefühlt. Ich bin ausgegrenzt worden in der Schule und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als ausgegrenzt zu sein. Ja, und da habe ich mich halt eben schon sehr anders gefühlt. Und irgendwann hat sich das aber so gewandelt, weil ich dachte so, aber das ist eigentlich geil, anders zu sein. Ja, und genau, und wie hat sich das gewandelt? Also was ist passiert in dem Moment, wo du gedacht hast, es ist geil, anders zu sein? Ich hatte tolle Leute um mich rum, die mich unterstützt haben und die mir auch gesagt haben, du bist gut so, wie du bist. Weil ich glaube, wenn du als, in meinem Fall, homosexueller Mann aufwächst, vor allem dann noch in den 80ern, und es immer negativ konnotiert ist, dass man schwul ist. Und wenn man aber dann irgendwann merkt, hey, das ist genauso normal wie irgendwie andere Sachen eben auch, dann fühlst du dich irgendwann wohl in deiner Haut. Und mit meinem Outing und dann auch noch mit meinem öffentlichen Outing habe ich irgendwie zu mir gefunden. Und ich bin dankbar für all die Sachen, die ich irgendwie durchleben musste, ja, auch wenn die damals schrecklich waren. Aber ja, die haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin. Ich glaube, dass auch ganz viele von draußen dir ganz dankbar sind, weil du dadurch auch eine Vorbildfunktion irgendwo bist. Wenn man bedenkt, vor 4 Jahren war irgendwie kaum jemand out. Jetzt gab es irgendwie 185 Schauspieler und Schauspielerinnen, die sich geoutet haben. Ja, es gab ja dann so eine Schlagzeile dann, ne, in der Zeitschrift, wo dann sich alle geoutet haben. Genau. Quasi. Und Yannick Schümann, großartiger Kollege, ja, Ende 20, ist irgendwie am Höhepunkt seiner Karriere und könnte so eine Angst haben, dass das alles vorbei ist. Und er postet einfach ein Bild mit seinem Freund oder Wladimir Burlakow, ein Schauspieler, der Tatortkommissar ist. Und deswegen finde ich schon, dass seit 4 Jahren echt viel passiert ist und dass wir auf einem guten Weg sind. Aber es gibt halt immer noch eine ganze Menge zu tun. Apropos, ich habe mal so ein bisschen rumgefragt auch in deinem Freundeskreis. Vielleicht auch in meinem Freundeskreis. Vielleicht auch ein bisschen in Berlin. Okay. Und da waren einige, die sich zur Verfügung gestellt haben. Und ich musste mich so ein bisschen entscheiden. Ich so, okay, wer ist anders? Und hier geht es jetzt um ein Lob, warum du anders genug bist, um bei der Familie Teckerl am Tisch zu sitzen. Bin ich mal gespannt, was du sagst jetzt. Jetzt bin ich auch gespannt. Da haben wir gleich 2 Videos für dich. Und wir fangen mal mit ihm hier an. Hallo, lieber Jochen. Wie du siehst, bin ich gerade im Auto auf dem Weg nach Hause. Aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, dir ein paar Worte mit auf den Weg zu geben, denn ich habe gerade versucht, mich zu erinnern, wo wir beide uns das erste Mal begegnet sind. Ich weiß nicht, ob du es noch weißt, mir ist es auf jeden Fall wieder eingefallen. Und zwar war das in einer Berliner Schwulenbar, nämlich dem Südblock. Und ich weiß noch, ich war sehr neidisch auf das T-Shirt, das du damals getragen hast. Eigentlich bin ich es immer noch, Britney, denn es war ein Lindsay Lohan-T-Shirt. Oh, Lindsay Lohan. Falls du das jemals sehen möchtest, ich würde mich sehr darüber freuen. Auf jeden Fall habe ich dich als so offenen, selbstbewussten Menschen kennengelernt. Und ich stelle es mir für so einen Menschen sehr schwierig vor, wenn man von außen hin beraten wird, einen bestimmten Teil seiner Persönlichkeit zurückhalten zu müssen. Und deshalb freue ich mich sehr für dich, dass du in den letzten Jahren auch in der Öffentlichkeit genau dieser Jochen bist, den ich damals kennengelernt habe. Und deine Persönlichkeit überhaupt nicht mehr zurücknehmen musst und dich in keinster Weise verstecken musst. Und ich freue mich sehr zu sehen, dass du versuchst, deine Plattform zu nutzen und auf bestimmte Themen hinweist. Und deshalb will ich dir einfach nur alles Gute für deinen weiteren Weg wünschen und dir viel Erfolg mit deinem Buch wünschen. Ich bin sehr dankbar für deinen Support und hoffe, dass du auch genauso viel Freude daran hast, diese Person in der Öffentlichkeit zu sein, die du immer in deinem Privatleben ausgestrahlt hast.
Hammer, vielen oder? Dank, Ricardo. Ja. Candy Storm, ne? Willst du erstmal verdauen? Das muss ich wirklich sagen. So, man redet immer von der Community, dieser Gemeinschaft. Mhm. Was bedeutet das eigentlich? Und ich glaube, manche Menschen, die eben nicht anders sind, verstehen das manchmal nicht, ja? Und sagen so, warum müsst ihr immer über eure Homosexualität reden? Ja. Ricardo ist einer dieser Menschen, der das natürlich vor mir schon umarmt hat und der das in einer Bandbreite macht. Ich bin sehr stolz auf ihn und ich bin sehr stolz, dass er mir sowas Nettes sagt. Das ist toll. Ja, ist schön, aber ich habe noch jemand Zweites für dich. Let's go! Hallo, lieber Jochen, ich grüße dich in dein Gesicht hinein aus meinem Wohnzimmer, hey. Ich hoffe, es geht dir gut und ich möchte dir einmal kurz sagen, warum ich dich so wunderbar finde. Du warst von Minute 1 an, als wir uns kennengelernt haben, und das ist noch nicht lange her, auf Augenhöhe, respektvoll, liebevoll und herzlich zu mir. Und ich finde, das ist was Besonderes bei Menschen, die schon lange in der Öffentlichkeit stehen. Und vor allem für deine Arbeit, für das, was du machst. Denn du schaffst Sichtbarkeit. Sichtbarkeit für queere Menschen, für Tabuthemen, für Menschen, die sich ihr Leben lang nicht gesehen, gehört oder verstanden gefühlt haben. Und ich kann das so gut nachvollziehen, weil es mir mein Leben lang so ging. Mir hat mein Leben lang ein Vorbild gefehlt, das mir einfach nur gezeigt hat, hey, deine Gefühle, mit denen bist du nicht alleine. Und das ist valide und okay so. Und du bist nicht falsch, sondern du bist richtig. Und genau das machst du mit deiner Art, mit deiner Anwesenheit. Und das auf eine wunderbare, liebenswerte Art auch noch. Und ich danke dir und ich bin stolz, dass ich dich kennengelernt habe und stolz auf dich und hoffe, dass wir uns erhalten bleiben. Und jetzt zum Schluss möchte ich dir noch einen Konsenskuss auf die Stirn geben, wenn du willst. Nehme ich an. Vielen Dank. Ich glaube, er liebt den Teddy auf jeden Fall. Ja. Ist das nicht schön? Aljoscha von Queer Eye Germany, einer der Fab Five, auch fünf wunderbare Menschen, die ich kennenlernen durfte. Und eben all das gab es vor 4-5 Jahren noch nicht, auf nicht in dieser Bandbreite. Ja, das stimmt. Es ist wirklich anders geworden. Ja. Es ist voll wichtig, dass es Vorbilder gibt, die dann dich in die richtige Richtung irgendwie so ein bisschen lenken. Und ich habe Gott sei Dank meine Geschwister, meine Großfamilie, die mich da so ein bisschen lenken auch. Ja. Aber apropos Geschwister, ich glaube, wir haben noch eine Schwester und eine Familienangehörige, die schon ganz lange Teil dieser Familie ist und die auch schon immer anders war. Jetzt kommt die wunderbare und schöne Princess Charming Irina Schlauch. Als erste queere Frau in einem Dating-Format zeigte Irina Schlauch ganz nebenbei, dass Reality-Formate nicht nur Trash, sondern auch Plattform für Haltung und politische Themen sein können. Was ein Song, Ja, das ist schön, dich zu sehen. So, Irina, ich habe natürlich auch noch. Dankeschön. Setz dich ruhig. Danke. Kurz. Dein Partysong ging auf jeden Fall richtig gut ab. Also hat man richtig Lust, feiern zu gehen. Ja, jetzt. Das können wir nachher noch machen. Aber nicht meinen Eltern sagen, bitte. Aber warum dieser Song? Ich verbinde dieses Jahr unheimlich viel damit, weil wir den auf unserer Tour gespielt haben. Wir haben so Queerness auf die Bühne gebracht und zu dem Song auch einfach mal gefeiert, was bisher schon für die Liebe erreicht wurde, gerade für Queerness. Absolut. Ab und zu auch mal so innezuhalten und zu gucken, ey, was ist die letzten Jahre passiert und das ist viel. Ja, und das haben wir mal gemacht, so einen kleinen Rückblick auf diesen Song. Ich war immer quasi eine Stadt danach, dort, wo sie aufgetreten sind. Und wir haben uns immer geschrieben und ich habe mich immer so geärgert, dass ich es verpasst habe. Und du hast dann auch Party gemacht? Ich habe dann alleine Party gemacht. So, ihr Lieben, dann trinkt gerne mal kurz was, weil ich habe mir natürlich was vorbereitet. Sehr schöne Moderationskarten hier, einmal. Und die sind für Irina. Ein. Und das heißt jetzt schnelle Runde, schnelle Runde, schnelle Runde. Schnelle Runde rückwärts. Jochen, bist du so rein? Ja, da gönne ich mir doch mal. Ich habe es mittlerweile gelernt, ne? Die machen wirklich süchtig. Ja, aber jetzt habe ich es wieder verbockt. Aber nur, dass ihr mal seht, ne? Die habe alle ich gegessen. Was ist dein Signature Drink? Ich mache wirklich die allerbesten, aber auch alle allerkrassesten Margaritas, dass man auf jeden Fall nach einem Glas weiß, das wird eine gute Party. Leider ist die Party oft zu schnell zu Ende, aber es freuen sich viele meiner Gästinnen immer sehr darüber. Also ich weiß, Margaritas kommt von hinten. Ich als schwuler Mann begrüße das. Bachelor oder Bachelorette? Princess Charming. Oh, sehr gute Antwort. Das war die einzige und richtige Antwort. Ich gucke weder Bachelor noch Bachelorette, ganz ehrlich. Aber haben wahrscheinlich auch ihre Bedeutung, diese Formate. Ich gucke das alles. Okay, cool. Ich gucke auch alles. Wer spielt dich in der Verfilmung deines Lebens? Oh Gott, Sandra Bullock. Oh. Ja. Die ist hot. Ich finde die ziemlich hot. Ich habe mich nie als Kind oder Jugendlicher, obwohl ich ja schon wusste, dass ich auf Männer stehe, habe ich mich nie für amerikanische Hollywood-Stars interessiert, die männlich waren. Aber Sandra Bullock fand ich immer toll. Deswegen, Sandra kann alles spielen. Gut, wen würdest du gerne mal treffen?
Du hast schon alle einfach getroffen. Nee, das stimmt nicht. Aber jetzt will ich mir irgendwie so einen richtig hotten, geouteten Hollywood-Star ausdenken, auf den ich gerade nicht komme. Oh, habt ihr Bridgerton gesehen? Natürlich. Da gibt es ja den Bruder, der tanzt auf meinen Veranstaltungen. Mit dem hätte ich, glaube ich, Lust, meinen Abend zu verbringen. Die Nacht wegen mir auch. Ja. Okay, ja. Aber das machen wir raus für deinen Mann, ne? Ich führe ja eine offene Ehe, insofern bin ich da relativ... Dann ist alles gut. Ja, das ist ganz okay. Oh Gott. Ja, weiter geht's, Leute. Das lassen wir noch kurz wirken. Ja, genau. Jetzt werde ich ein bisschen rot. Norman kann gerne mitkommen. Rave oder Battle Rap? Battle Rap fände ich weitaus witziger als ein Rave. Also so ein Rave kann sich ja auch mal erschöpfen, aber so ein Battle-Rap finde ich ziemlich gut. Kannst du rappen? Nee. Dann müsste ich jetzt irgendwie, bräuchte ich einen Text, dann könnte ich auch singen. Dann könnte ich wahrscheinlich auch rappen. Ich such mal raus. Oh Gott. Welchen deutschen Rapper magst du? Deutschen Rapper? Ich höre keinen Rap. Gar nicht? Nee, ich habe den Musikgeschmack eines 13-jährigen Teenagers vor 10 Jahren. Ich war doch mal bei The Masked Singer. Da habe ich was von Bruno Mars gesungen. Ein bisschen cringe ist immer, oder? Okay, der Refrain. Pop, pop, it's showtime, showtime. Guess who's back again? Oh, they don't know, oh, they don't know. I bet they know as soon as we walk in. Wearing Cuban links, designer minks, Inglewood's finest shoes. Don't look too hot, might hurt yourself. No, to give the color red the blues. Woohoo! Ja. Härtester Battle-Rap, den ich jemals gehört habe. Achso, aber Battle-Rap heißt ja, dass es ein Battle ist. Ja. Deswegen müsst ihr jetzt eine von euch. I take it to the candy shop. Tuba hat einen großen Kopf. Weiter weiß ich leider nicht. Oh, okay, cool. Also wenn ihr jetzt noch dabei seid, dann liebt ihr diese Sendung genauso wie ich. Mit wem würdest du ein Buch schreiben? Habe ich ja gerade schon gemacht. Mit einer Diplompsychologin, Miriam Jünger, eine ganz tolle Frau, die auch queer ist und die hoffentlich mit mir queeren Leuten, die noch auf der Suche nach ihrer eigenen Identität sind, ein bisschen hilft, das leichter zu gestalten. Über wen würdest du gerne ein Buch schreiben? Über wen? Über wen? Vielleicht über meinen Papa. Weil der hat mich schon sehr inspiriert. Der war ein sehr untypischer Mann für die 80er. Also der hat meine Mutter sehr unterstützt. Der hat nicht in Genderrollen gedacht und der hat mich sehr geprägt. Und aber das hast du im Buch erwähnt. Ich habe das erwähnt und vielleicht würde ich noch mal ein extra Kapitel für ihn schreiben. Mit welchem Gericht bekommst du jeden rum? Also ich versuche mich ja fleischloser zu ernähren, aber es gibt ja mittlerweile guten Hackersatz und ich mache sehr, sehr gute Königsberger Klopse. Ich liebe die deutsche Küche, ich liebe es. Königsberger Klopse, beste. Kochst du auch selber? Nee, leider nicht. Tuba kocht immer ganz gerne. Fridays for Future oder Saturdays for Disco? Ah, das ist ja gemein. Also ich würde sagen, Fridays gehen wir auf die Straße für unsere Zukunft, damit wir samstags auch noch tanzen können. Hast du gut gemacht. So wird gemacht. Ein Schuh draus, glaube ich. Habe ich gut beantwortet. Deine schlimmste Jugendsünde? Ich habe zwei Jugendsünden. Das eine war, dass ich habe einmal in meinem Leben was geklaut, eine Barbie-Kassette, die ich mir nicht kaufen durfte von meinem Taschengeld. Und dann lag die da so rum in dem Spielzeugladen. Ich habe sie geklaut. Ich hatte nach einer Woche so ein schlechtes Gewissen, dass ich sie weiter verschenkt habe. Und dann konnte ich immer noch nicht ruhig schlafen und musste es dann meiner Mutter erzählen. Also deswegen, seitdem habe ich auch nie mehr was gestohlen. Aber warum durftest du die nicht kaufen? Ich habe sehr viele Mädchenspielsachen gehabt. Das hat, glaube ich, nichts damit zu tun. Aber sie meinten so, dein hart erarbeitetes Geld. Ich habe damals Zeitungen, glaube ich, ausgetragen schon. Ich glaube, wir alle, oder? Wir hatten einen Bulli zu Hause, ja? Und dann sind wir mit der ganzen Familie fast. Also ja. Mit so einigen, mit den jüngsten Geschwistern sind wir dann sonntags wach geworden. Papa hat uns geweckt und dann sind wir durch den ganzen Kiez. Und dann haben wir Zeitung verteilt, alle zusammen. Ja, das toll. War ein Ritual bei uns, jeden Sonntag. Aber ey, er hat geklaut, ne? Nicht vergessen, du hast geklaut. Also es war die eine Jugendsünde, die zweite Jugendsünde war ein Salamander, den ich mir mit 18 habe tätowieren lassen. Ich bin gerade 18 geworden, in der kleinen Gemeinde, wo ich groß geworden bin, gab es einen Tätowierer. Warum war der in der kleinen Gemeinde? Weil der nichts konnte. Und also ich habe das Tattoo nicht mehr, aber die Narben habe ich noch und die waren nicht vom Weglasern, sondern eben vom Stechen. Echt? Aber dieser Salamander war wirklich richtig hässlich. Das ist auf jeden Fall anders. Anders hässlich? Mit wem würdest du auf keinen Fall in den Big Brother Container? Oh, da fallen mir eine ganze Menge Menschen ein, die ich jetzt nicht durch den Dreck ziehen würde. Aber ich glaube, es gibt eine ganze Menge Menschen, die kein Verständnis haben für Menschen, die anders sind. So würde ich das, glaube ich, nicht aushalten, zwei Wochen mit denen. Also kleingeistige Menschen, mit denen unterhalte ich mich gerne, wenn ich das Gefühl habe, ich erreiche was. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich rede gegen eine Mauer oder gegen eine Wand, dann ist mir das auch nicht zu blöd. Wenn du nichts mehr bewirken kannst dann, ne? Ja, dann möchte ich meine Energie lieber dafür aufwenden, zu lernen, wie man richtig Sonnenblumenkern isst. Hast du es denn schon hinbekommen? Ja, ein paar Mal, aber jetzt wieder nicht mehr so. Ich probier's nochmal. Was ist dein X-Faktor? Boah, das ist gemein, das über sich selbst zu sagen, oder? Ich glaube, mein X-Faktor ist, dass ich mittlerweile so bin, wie ich bin. Und ich weiß, man redet immer viel über Authentizität.
Aber ich habe das Gefühl, dass es Menschen auch mittlerweile geschafft haben, authentisch zu wirken, obwohl sie überhaupt nicht mit sich im Reinen sind. Und mir ist mittlerweile vieles einfach wurscht. Und deswegen, glaube ich, ist das mein X-Factor, dass ich einfach so bin, wie ich bin. Ja. Und eigentlich hat jeder den X-Factor, diesen ganz besonderen X-Factor. Man muss ihn nur rauslassen. Ich habe das auch, wenn die Kameras aus sind. Nein. Nee, du hast es auch so. Irina, wenn du magst, kannst du die Karte gerne. Ich gebe das gerne wieder zurück. Ja, genau. Lieber Jochen, also was muss in unserer Gesellschaft irgendwie so ein bisschen anders werden? Wir müssen aufhören, uns gegenseitig zu verurteilen und fertig zu machen. Und ich weiß, es ist total schwierig, weil wir leben in einer Gesellschaft, wo es immer einfacher ist, sich erstmal über alles aufzuregen oder auch über jemanden aufzuregen, um auch in ein Gespräch zu kommen. Und ich würde mir einfach wünschen, es ist total schwierig, ja, sich da umzuprogrammieren, aber einfach erstmal zu gucken, was ist das Positive an diesem Menschen? Oder warum verhält sich die Person so? Und ich finde, wir verurteilen Leute aufgrund ihrer Herkunft, wir verurteilen Leute aufgrund ihres Aussehens, wir verurteilen Leute aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Identität. Ich auch teilweise und ertappe mich dann dabei und schäme mich auch ein bisschen dafür. Aber ich versuche einfach liebevoller und ein bisschen milder auf Leute drauf zu gucken. Das hört sich jetzt anders, sage ich Mutter Teresa, mir gelingt das nicht immer. Und ich bin auch der Erste, der, wenn er irgendwie von einem Fahrradfahrer angeklingelt wird, weil er irgendwie nicht richtig... ausrastet. Ja. Die klingeln ja auch wie die Agro-Leute schlecht. Ja, ich meine, warum haben Fahrräder eine Klingel? Ich verstehe es bis heute nicht. Aber ich bin manchmal auch ein bisschen ungerecht. Aber was würdest du sagen? Wie kann man das denn lösen? Wenn ich im Supermarkt bin und die Kassiererin hat vielleicht einen scheiß Tag und sagt irgendwie, die hätten das doch abwiegen müssen. Ja, tut mir leid, das wusste ich nicht. Ja, hätten sie aber wissen müssen, steht ja groß da dran. Ja, Berlin ist übrigens ganz gut darin. Dass ich dann einfach kurz durchatme und sage, ich weiß, Sie haben einen super langen Tag und Sie haben wahrscheinlich viele Idioten, so wie ich, die das Gemüse noch nicht abgewogen haben. Es tut mir leid, wo kann ich das tun? Mhm. Also einfach nicht genauso dagegen gehen, sondern einfach sich kurz in die Person hineinzuversetzen. Ja. Geil, wenn ich das nächste Mal wieder durchdrehe, werde ich mich mal dran erinnern. Es fällt ja einem super, super schwer. Aber wenn man es dann mal schafft, dann merkt man auch meistens, das war vielleicht auch von mir gar nicht so cool, dass ich jetzt dich da so angeranzt habe. Ja. Könnt ihr euch gut entschuldigen? Ich? Ja, klar. Weil ich kann mich auch entschuldigen. Also ich kann auch, wenn ich im Ton dann ein bisschen härter werde, dann kann ich auch sagen, so, oh, sorry, das tut mir leid. Also jetzt nicht bei Fremden, aber bei der Familie auch nicht. Aber bei Freunden auch nicht? Nein, aber ich kann das. Und du? Mir fällt das schon schwer, mir einzugestehen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich mache keine Fehler. Natürlich nicht. Du bist ja auch eine Prinzessin. Richtig, ich darf alles, selbst wenn ich einen Fehler mache. Ja, apropos, du darfst alles. Was hast du denn mitgebracht für Thema? Ich sitze ja zumindest in meiner öffentlichen Rolle als lesbische Frau hier, was auch ein großer Teil von mir ist. Gerade als queerer Mensch, du durchläufst einen Prozess, der auch ein großer Teil deines Lebens ist. Also jedenfalls das innere Coming Out. Also ich habe schon oft von meinem Äußeren erzählt. Das heißt, als ich das erste Mal gesagt habe, das war aber auch mit Mitte 20 und da war ich schon sehr gefestigt in mir. Deswegen war das gar kein Problem, aber als ich jünger war schon. Und ich wünsche mir, dass es in der Gesellschaft noch mehr Safe Spaces, also queere Räume gibt für Menschen, die noch strugglen, für Menschen, die vielleicht noch nicht sich so, die sich anders fühlen, die sich nicht dazugehörig fühlen. Mhm. Und das fängt an bei Repräsentationen in den Medien, im Fernsehen, aber auch durch die Show jetzt, durch die Love is Live Show, die ich jetzt gemacht habe, auf Bühnen, auf Partys, dass es Räume gibt, wo die Leute sich irgendwie sicher fühlen und sich austauschen können, um dann irgendwann zu erkennen, ich bin cool, so wie ich bin. Ich hoffe, du fühlst dich hier sicher. Ich fühle mich total sicher hier. Aber weißt du, was ich daran auch so schön finde? Ich fand das zum Beispiel früher, als ich angefangen habe auszugehen, gab es wenig Partys, wo man so miteinander gefeiert hat. Ja, da gab es dann irgendwie die Lesbenpartys, die Schwulenpartys, die Heteropartys oder sowas. Und mittlerweile dieses Wort queer. Manchmal auch fremd tatsächlich. Genau, es ist fremd, aber Queerness umschließt diesen ganzen Anders-Kosmos. Und es gibt mittlerweile einfach Partys, wo frauenliebende Frauen mit männerliebenden Männern feiern, wo heterosexuelle Menschen mitfeiern und so. Und das finde ich, das gibt nochmal eine ganz, ganz andere Energie und einen ganz anderen Zusammenhalt. Und das macht mich glücklich, dass wir da mehr in diese Richtung jetzt gehen. Ja, ich finde, Musik verbindet ja vor allem auch. Und ich lege ja auch ganz gerne auf dem CSD auf, ob es in Köln oder in Berlin ist. Und da ist es ja tatsächlich so, da kommen die Menschen zusammen. Es ist egal, wie du aussiehst, es ist egal, wo du herkommst, es ist egal, was deine Eltern verdienen, da kommen einfach alle zusammen und tanzen miteinander. Und früher war das anders. Früher war das so eine Beschau von andersartigen
gleichaltrigen Menschen. Ja, die Heteros haben irgendwie aus dem Fenster geguckt und jetzt ist es so ein Volksfest und jeder feiert mit und jede und jeder ist interessiert und das finde ich echt richtig toll, eine tolle Entwicklung. Und ich meine auch gar nicht mit Safe Spaces, dass das nur ein Raum ist mit queeren Menschen. Das soll niemanden ausschließen. Nee, genau, wie du sagst. Dass alle zusammenkommen und irgendwie das auch feiern und sich feiern bzw. die Liebe feiern in dem Zusammenhang. Ja, also Liebe ist es an dieser Stelle auf jeden Fall. Die Liebe zu dir, Irina, du bist ja schon ein Teil der Andersfamilie, das weißt du ja. Und meinst du, Jochen hat es auch geschafft? Ich war ja sehr skeptisch. Nein, du hast dich ganz, ganz großartig geschlagen. Und ja, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Aber wir entscheiden das leider nicht. Ach so. Wahrscheinlich deine Familie, ne? Natürlich meine Familie. Was glaubst du denn? Die sitzen mir ja wie immer im Nacken. Und wie machen die das jetzt? Ja, ich frage einfach mal. Ah, okay, gut. Papa, Tuna und Tuba, ist Jochen anders genug, Teil unserer Familie zu werden? Ja! Yeah! Noch ein Geschwisterchen mehr! Geil. Das ist aber schön. Ich habe irgendwann aus der Not heraus eine Tugend gemacht und aus meiner Andersartigkeit eine Stärke. Und deswegen appelliere ich heute so sehr daran, dass Anderssein wichtig ist, dass Anderssein mutig ist, vor allem für eine Gesellschaft, in der eigene Besonderheiten nicht versteckt werden müssen. Und jetzt freue ich mich, dass ihr Teil der Andersfamilie seid. Und jetzt wird natürlich erstmal getanzt, wie das so ist. Oh nein. Geht vorne weg. Papa, kommt mal weiter zu mir, Tobi. Mit dem kleinen Finger? Ja. Okay. So. Denn ich brauche keine Entschuldigung. Okay, das ist ein Outtake, jetzt habt ihr euer erstes. Dein Spitzname als Kind. Meine Mutter hat mich Joghurt genannt früher. Das war meine Mutter hat mich Düsen, Tuna, Timo, Tuba, Tamel, Tarnel und dann kam erst Tuna. Also ein Beispiel ist zum Beispiel. Irina, mach bitte weiter, ja. Ich würde gern, ich kann noch nicht mal die Melodie davon. Aber wenn Leute was können, dann fang ich an zu heulen. Ja. Ich weine auch innerlich gerade bei euch beiden. Wie auch bei dir.